Kannst du gerne zu Weihnachten hin? Ich sag jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis nachher. Tschüss. Schön, dass ihr sitzen bleibt. Ich komme nach vorne. Ich bin eine kleine. Ich habe einer das Bett gegeben. Ich bin der Andreas Solis. Das ist der Kasper hier. Guten Tag. Wie lange hast du den schon? Den habe ich auch schon. Und zehn. Ja. Lange habe ich den schon. Das ist eine neue Figur. Das ist Kasper seine Freundin. Das ist mir auch automatisch eingefallen. Kannst du für uns mal die beiden sprechen lassen? Ich bin der Kasper. Guten Tag. Ich bin die Susi. Guten Tag. Ich grüße das Hessen-Creme. Ich grüße das Hessen-Creme. Dem Wetzler. Zu diesem kleinen Pressetermin vom Dunkeltaufhaus. Wir bekommen heute eine Spende der Sparda Bank. Da sind wir sehr dankbar für. Ich habe euch eben oder ein paar gefragt, wie alt seid ihr? 12, 13 Jahre. Das Dunkeltaufhaus hat in wenigen Tagen den vierjährigen Geburtstag. Wir haben am 17. Dezember 2008 zum ersten Mal überhaupt hier unsere Pforten geöffnet. Und damals war Wetzlar ausgewählter Ort im Land der Ideen, eine Initiative des damaligen Bundespräsidenten. Aber mit Leben eigentlich auch so. Irgendwas gibt es mit Sicherheit. Ich will nicht mal darüber noch spekulieren, was eine glaubt und eine nicht glaubt. Eine glaubt, kommt in die Höhle und eine glaubt, er geht noch in Paradies mit 7 Frauen oder was weiß ich. Also ich halte das mal erstmal so. Sag mal, passiert gar nichts und es wird kein so normales neues Jahr gefeiert. Was soll ich sagen? Du kannst mich würde es nicht stören, mich persönlich würde es nicht stören, wenn die Welt untergehen würde. Ganz ehrlich, weil wenn dann gehen wir halt alle zusammen unter. Ganz einfach. So oder so wird die Welt eines Tages untergehen. Und du guckst mich gerade so richtig süß ernst an, finde ich cool. Du machst deinen Job gut. Ja, ich kann eigentlich nichts Produktives mehr sagen. Also Weltuntergang, mich persönlich würde es nicht stören. Hört sich jetzt so pessimistisch an, aber
wir gehen halt alle zusammen unter. Ganz einfach. Genauso weitermachen wie bisher. In meinem Bett liegen die ganze Zeit, ab und zu in die Schule gehen, schlafen, trainieren. Was soll ich noch machen? Ich meine, ich würde jetzt gerne sagen, oh, ich verbringe die Zeit mit den Menschen, die ich über alles liebe. Wir kuschen uns aneinander und erzählen uns, wie gern wir uns haben. Aber so viele Leute habe ich nicht, die ich irgendwie liebe und die ich toll finde und mit denen ich Zeit verbringen will, außer meine Eltern und meine Geschwister. Und sonst habe ich auch nichts anderes in meinem Leben, wo ich mich dran festhalten kann. Der Sport, ja, aber ich meine, alles ist vergänglich und wenn die Welt eh untergeht, was soll ich noch großartig machen? Ich habe ein Spiel mir zu Hause gekauft, ich versuche das noch durchzuspielen sozusagen. Wenn ich das schaffe, ist das schon ein persönlicher Triumph. Ansonsten hätte ich noch ein oder zwei Personen, denen ich gerne was sagen würde, nochmal was loswerden würde, bevor ich untergehe. Das würde ich denen vielleicht noch sagen und dann würde ich halt mit der Welt sozusagen untergehen. Also wenn es irgendwie einen Gott oder einen Himmel oder eine Hölle gibt, dann sehen wir uns sowieso irgendwie dann auf der anderen Seite sozusagen wieder. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pessimistisch, was ich sage, aber das ist so mein persönliches Denken. Also Leute, Savage Life hier aus dem Imperial, ja? Vorm Imperial. Falls die Welt am 21. Dezember nicht untergehen sollte, seid ihr alle recht herzlich eingeladen, zum NG Cup Nummer 4 zu kommen, welcher im Mai nächsten Jahres stattfinden wird. Die persönlichen Einladungen gehen von mir raus. Diesmal wird es natürlich noch größer und noch toller. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit darauf ansprechen. Was ist der NG Cup? NG Cup, das ist ein Fußballturnier im Herzen von Wetzlar sozusagen, im Niedergirmes, Bezirk Niedergirmes. Dort spielen verschiedene Mannschaften gegeneinander um ein kleines Preisgeld. Aber, und das sind halt das Besondere an dem NG Cup ist halt, dass verschiedene Altersklassen und Jahrgänge und Leute aus verschiedener Herkunft und so weiter miteinander spielen und Spaß haben, fröhlich sind, Zeit verbringen und miteinander reden. Dieses neue Format World Café hat aus meiner Sicht ganz lebendige Diskussionen ausgelöst und hat ein Stück Kommunikationskultur auch geprägt und hoffe, dass Sie weiterhin dabei bleiben mit Ihren vielfältigen Ideen und dass es uns gemeinsam gelingt, das Thema Integration als selbstverständlichen gesellschaftlichen Prozess in möglichst viele Köpfe unserer Bürgerschaft mit hineinzubringen, denn das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen und da müssen wir noch ein sehr dickes Brett mit bohren in den nächsten Jahren. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich, aber ich bin auf der anderen Seite auch hoffnungsvoll, dass wir gerade mit der Vielzahl der Projekte, die jetzt laufen, doch relativ viel Menschen erreichen, ich meine Hermannstein mit Schauer, Niedergirmes, aber auch in anderen Stadtteilen und über die zunehmende Akzeptanz interkultureller Kompetenz, angefangen von den Kindertagesstätten bis in den schulischen Bereich mit hinein, in Bildungseinrichtungen, aber auch kulturelle Bereiche, dieses Thema mehr und mehr auch von Vorurteilen losgelöst wird. Und deshalb glaube ich schon, dass wir insgesamt bei allen kritischen Überlegungen durchaus auf einem richtigen Weg hier in Wetzlar sind. Und wenn von außerhalb gespiegelt wird, dass wir hier durchaus Projekte haben, die Hand und Fuß haben und in der Praxis etwas bewirken, dann ist das sicherlich auch eine positive Aussage gegenüber den vielen, die in den Projekten engagiert sind. Selbstkreation, würde ich mal sagen. Wie sieht es bei Ihnen, Nikolausabend, aus? Feiern Sie oder? Eher weniger. Also Mama mit den kleinen Geschwistern mittagsüber ja, aber ich bin dann ja arbeiten. Ich war ja hier auf der Arbeit. Ja, da wird die Familie zusammengesammelt und da wird so eine kleine Zeremonie gemacht, mit irgendwelchen Holzen werden verbrannt für Glück, soll das Glück bringen. Und ja, die Kinder werden, zum Beispiel bei deutschen Leuten, kriegen wir Geschenke, Kleider und so weiter. Und bei uns werden die Kinder kriegen nur die Kinder Geschenke und das wäre Geld. Die kriegen nur Geld. Also das wären die Geschenke. Aber gibt es auch eine Krippe, Engel und sowas? Ja, doch. Ja, also, wie soll ich es genau erklären? Wir lassen unsere Kinder daran glauben, dass der Weihnachten uns Glück bringt, dass der Weihnachtsmann, das heißt nicht Weihnachten, das heißt anders, aber ich kann es jetzt nicht übersetzen. Am 2. Januar wenn die brav waren, dann kriegen die Süßigkeiten. Und wenn nicht, dann Kohlen. Das ist Holzkohlen in Schuhen. Wer ruft mich denn da dauernd an? Corinna. Nee, nee.
Ja, das wird ja anders gefeiert, Nikolaus. Und jeder kriegt 1000 Euro. Ja, na gut, wir wären auch zufrieden mit 500. In Italien ist Nikolaus also auch am 7., 6. und 7. Januar. Sag mal so, weil die kleinen Kinder Nikolaus kriegen, sag mal so, diese, nicht die Stiefel, sondern die Teller voll von Süßigkeiten und sowas. Und bei der, in unserem Dorf, bei den Heiligen Drei Königen, da ist, sag mal so, da ist der Stiefel. Alle Leute müssen Gesundheit, nicht krank leben. Ich komme zum Kasachstan, nur 18 Jahre in Deutschland wohnen. Von Nikolaus leider nicht. Ich kenne mehr, in meinem Land gibt es keinen Nikolaus. Ich kenne nur den Weihnachtsmann. Und Nikolaus habe ich nur hier in Europa kennengelernt. Ich finde es schön, das Geschichte. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass er aus der Nähe der Türkei kommt, irgendwo bei Kemer ist das. Ich war da auch schon mal. Also das war ein Bischof, der hat früher armen Menschen, glaube ich, oder armen Kindern oder halt Leuten, die nicht so viel Geld hatten, immer Geschenke gemacht oder so. Und daher kam dieser Brauch. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. So, dann schön ab.